Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trainsim World 5. Wir sind mit dem neuen ICE unterwegs, der mit der Frankfurt-Strecke kommt. Und wir sollen hier den Zugdienst nach Fulda fortsetzen. Okay. Wir tun jetzt erstmal hier Spaßsysteme mit anmachen. So, das machen wir auf eine Mall. Neigetechnik machen wir mit an. Warum auch immer die per Standard hier aus ist. Und ich glaube, das war's soweit. Dann AFB machen wir auch mit an. Ich kann mich schon mal auf 40 stellen. Weil faul. Und die Türen soll mal zumachen. Wunderbar. Schließvorgang eingeleitet. Das sollte eine ruhige Fahrt werden. In der Theorie. So. Erhöhen Sie die Leistung. Machen wir doch gerne. Ja, mit 40 mal rein. Und das... Stimme. Das ist er von außen. Ich habe den ICE auch leicht wenig gemoddet. Beziehungsweise ist das also meine allererste Fahrt. Mit Mods für TSW 5. Und den ersten Mod, den sehen wir gleich hier schon. Und zwar hat er hier die Beleuchtung verbessert. Ist im Original... schlecht bis falsch dargestellt. Ich verlinke euch den Mod in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch den selber runterladen. Bis After Games da was macht. In der Richtung. Und wir starten hier im schönen Hanau. Den schönen Semaphor-Signalen. Ah, ist einfach schön. Ja, wir fahren bis Fulda durch. Es wird dann auf der Strecke noch was sehr Interessantes passieren. Auf das werden wir dann nochmal im Detail drauf eingehen, was da passiert. Aber bis dahin soll es eigentlich ganz normale kleine Tour werden mit unserem ICE. Und mit dem ICE habe ich auch schon einen kleinen Bug gefunden. Und zwar bei der LCB-Ende. Wenn du... zwar frei machst und bist aber trotzdem zu langsam auf 160 runterzukommen, dann hört der Alarm nicht mehr auf. Da kannst du die ganzen ICE ablüsten, wieder auflüsten und der Alarm geht nicht mehr weg. Das ist sehr nervig. Wird hoffentlich irgendwann mal gefixt oder halt Spaßsysteme ausmachen. So. Und wir haben übrigens hier noch ganz was Schönes in Hanau. Und zwar diese tolle Anlage da mit den, diesen Doppeldrehscheiben hier. Richtig geil. Sieht jetzt hier im Simulator ein bisschen traurig aus. Das wird nicht mehr verwendet werden, inklusive von ja, meisterhaften Details. Ohne Worte diesbezüglich. Das ist echt schade, dass man sowas sieht. Quality Check wo. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob die Anlage so per se hier noch in Verwendung ist oder ob das eher museal mittlerweile ist. Und für uns geht es jetzt langsam raus auf die Hauptstrecke. Ah ja, im Sinne von Bugs, da hinten hat es zum Beispiel auch so ein Kopfgleis. Gerade bei dieser Kreuzung, da fehlt der Puffer. Also da fehlt er mehreren Stellen. Das sind alles so kleine Sachen. Das spiegelt sich auch wieder in den Rezessionen zur Strecke. Dass er teilweise nicht authentisch ist und dann eben gerade solche Schönheitsfehler. Inklusive schwebender Schilder und Co. Also ich für mich... Wenn man nicht so genau hinschaut, dann sieht die Strecke soweit schön aus. Auch wenn ich jetzt kein Experte von der Originalstrecke... Ups. Von der Originalstrecke bin. Und ich habe noch einen zweiten Mod mit aktiv. Das habt ihr vielleicht schon jetzt bei den Signalen gesehen. Und zwar ein angepasster Lensflare für die Signale. Sieht jetzt wesentlich besser aus. Kann ich euch nur empfehlen. Sieht vor allem auf den englischen Strecken dann richtig geil aus. Und da vorne müsst ihr dann gleich mal LCB Hallo sagen. Jo, da ist sie.
sollten wir hier schon mal vorlegen. Dö. Servus, Kollege. Fährt vermutlich nach Frankfurt. Moin sehen. Schön brav hinter der Linie, so muss es sein. Da bin ich glücklich. So, flachlegen. Okay. Eventuell muss ich mal ganz kurz meinen Rail Driver ausstecken. Also mich angesteckt, aber ich nutze ihn nicht. Ich glaube, ich mache das mal schnell. Und schon erledigt. Dann sollte da keine Ghost-Eingabe kommen, die ich nicht will. Ich würde es auch praktisch finden, wenn man den Rail Driver irgendwie mit einem Hotkey oder so aktivieren oder deaktivieren kann. Dass er zwar angeschlossen ist, aber halt nichts macht. Und erst dann was macht, wenn man halt eben besagten Hotkey drückt und dann funktioniert er. Irgendwie so. Performance konnte ich jetzt in TSW 5 auch ein bisschen verbessern. Es gibt ja diesen großen Engine-Ini-Thread da im offiziellen Daftrack Games Forum. Und habe mir da mal das Sample runtergeholt mit den empfohlenen Anpassungen. Läuft jetzt wesentlich besser. Also vor allem mit diesem Shader Pre-Rendering, was damit eingestellt wird. Bin ich jetzt eigentlich ganz glücklich. Er hat immer noch seine Lademomente, aber es ist nicht mehr so schlimm wie bei Day One, wo alles noch auf Original war. Kann ich das nur empfehlen, dass ihr da die Engine inne anpasst. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch diesen Beitrag in der Videobeschreibung. Alle auf einmal gespawnt da hinten. Der einzige Nachteil von diesem Lensflare-Mod ist, dass teilweise das Orange je nach Lichtsetting gern aussieht wie in Rot. Das könnte man da gern verwechseln. Es ist so ein bisschen ein Nachteil. Und mit unserem Fullspeed hier sollte es nicht allzu lang dauern, bis wir hier in Fulda sind. Und dann werden wir die Strecke einmal komplett abgefahren. Zumindest in Teilen. Zwischen Hanau und Frankfurt waren wir ja schon unterwegs. Und jetzt machen wir halt Hanau-Fulda. Und irgendwann dann Flixtrain. Aber ich glaube, da suchen wir uns vielleicht mal eine andere Strecke dafür aus. Nicht, dass wir die ganze Zeit hier auf der Frankfurt-Strecke rumdüsen. Wie lange habe ich denn noch? 4,6 Kilometer. Das passt ein bisschen zu dem Wegpunkt da hinten. End of LZB. Soll ich jetzt schon mal runtergehen? Ich glaube ja.
Moin sehen. Was mich jetzt auch ein bisschen irritiert, ist, dass hier die Reise von der Farbe hier random einfach mal ändern. Da zum Beispiel. Dann geht es wieder in das Braun über. Das war so ein bisschen eulig, aber nicht passt. Hallo, wir haben einen Anruf von einem anderen ICE-Zug erhalten, der auf den Gleisen liegen geblieben ist. Da Sie der nächstgelegene Zug sind, helfen Sie dem Personal vor Ort bei der Evakuierung der Fahrgäste in Ihren Zug. Ja, also unsere Aufgabe ist es, neben diesem ICE, der da unten steht, parallel anzuhalten. Und dann werden die Fahrgäste evakuiert. Und es ist per se eine coole Reaktion, was wir da tun, aber ich frage mich, wie realistisch das ist, dass man sowas in der Realität tun würde. Also, nicht das Evakuieren an sich, sondern die Art und Weise, wie wir evakuieren werden. Weil wir da effektiv die ganze Strecke dicht machen, wenn wir so parallel dastehen. Und ob es da nicht schlauer ist, so gehst denn du eigentlich immer weiter runter. ...160, please. Hä? Null? Zug beeinflusst. Ist der effektiv... ...Alten angesagt da vorne? Tatsache. Der Schlingel ist rot. Sollte es. Bin Express. Ja, danke. Liebe LZB. Tja, gut, dann machen wir erstmal Stillstandmanagement. Ja, er hat einen Prellbock da hinten. Wenn wir langsam hinfahren. Ja, also eben zur Evakuierung nochmal zurückzukommen. Da frage ich mich, ob es da nicht irgendwie sinnvoller ist, rein für das Care-Management, dass man sagt, man. Lass die Leute noch drin, wenn alles normal ist, und dann kommt ein Ersatzlok von hinten oder vorne ran und schleppt den ICE ab bis zum nächsten Bahnhof. Und dann sollen die Leute da aussteigen oder halt mit Einsatzfahrzeugen da hinfahren und so die Leute rauslassen. Wenn das mit dem Abschleppen zumindest keine zeitneue Option ist. Und die ganze Schnellfahrstrecke halt dicht machen mit zwei ICEs, ist halt schon ein bisschen hart, weil dann einfach gar nichts mehr geht. Also ich würd's da mal zutrauen, dass sie sowas tun. Aber ja. Ich denke mal, Hanau ist jetzt ja nicht so weit weg. Da hätte vermutlich eine 218 mit Kupplungsmod hinfahren können. Und den ICE mal wegschieben. Wobei, jetzt könnte man wieder argumentieren. Das könnte natürlich ein Defekt sein, wo der nicht wegrollen kann oder so. Wobei, das müsste dann schon was ziemlich Krasses sein. Schöner Bahnhof. Yes, grüne Welle.
Ich dachte eigentlich LCB-Ende. Okay. Und wenn es nach dir geht... Ah ne, er ist schon nach oben gegangen. Kein LCB-Ende. Ich war verwirrt. Wir könnten mal ein bisschen Piano machen. Als ich das Szenario zum allerersten Mal gespielt habe, habe ich diesen Haltepunkt einfach komplett übersehen. Ich bin da voll vorbeigerauscht an diesen IC. Aber diesmal nicht. 130! Immer diese S-Bahn da vor einem. Und da wurde frei. Aber spät mit 130. Einfach mal so. ...4,4. Ja gut, das ist nach unserem IC. Das bis dahin können wir dann ein bisschen Gas geben. Und nach vorne gerade wieder 160. Ach, die Neigetechnik habe ich angemacht, oder? Die Neigetechnik ist an. Jo. Da ist er ja. Ja, Kollege, du fährst erstmal so schnell nicht weiter. Ich mache jetzt erstmal alles dicht. Durchsage ihm, liebe Fahrgäste, fürs erste keine Weiterfahrt. ICs blockieren die Strecke. Ja, 2 Kilometer. Mach mir mal ein bisschen Piano. Wobei, Bremsen wäre schon mal nicht schlecht. Da unten ist er schon. So, sollen wir vielleicht mal kurz pfeifen? Nur zur Sicherheit. Ja, dann schauen wir mal, dass wir da schön genau dahin gucken. Tschö. Ah, ich schaff's das immer wieder. Gut, fahren wir vielleicht noch ein kleines Stück. Damit der Marker hier glücklich ist. Okay, jetzt müssen wir mal halt sehr genau sein.
damit das Bodenpersonal eine Brücke zwischen den beiden Zügen einbauen kann. Okay. Ich würde sagen, wir sind nicht so ganz genau dran. Gib einen neuen Haltemarker. Gut. Dann probieren wir das mal. Kollege, möchtest du fahren? Jetzt. Ich würde mal sagen, das reicht schon mal so vom Rollen her. Eigentlich, wenn so die Fenster hier auf gleicher Höhe sind, müsste es eigentlich passen. Nachdem es der gleiche ICE ist. Ja. Okay, wenn Sie mit der Ausrichtung der Tür zufrieden sind, gehen Sie hinüber und machen Sie sich bereit, die Tür zu öffnen. Ja, gut, gut, gut. Machen wir das mal. Gut, und dann eben zwecks Realismus, ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben 2 im Bistro, 2 Zugbegleiter und halt der Lokführer. Sind wir zu 5? Wenn wir theoretisch bei 5 Türen die Türen aufmachen. Moin, Kollege. Und dann diese Übung hier machen. Schaut euch das mal an. Ist die Frage, wie viel von denen im ICE vorhanden ist. Beziehungsweise. Okay, das war schon wieder. Wie viel von diesen Leitern wir haben. Wo ist das? Habe ich schon mal die gelagert? Werden sie die da drin? Irgendwie zaugfalten oder sonst irgendwo? Hm. Wenn jetzt jemand weiß, gerne mal reinschreiben. Ich bei dir mal kurz rein. Moin. Na, alles klar. Das ist ein sehr interessantes Recovery hier. Aber ich muss sagen, ich stehe sehr gut parallel. Also, machen wir die Tür wieder zu. Gut. Herzlich willkommen an alle neu Zugestiegene. Wir fahren jetzt in die andere Richtung. See. An einem Ort anhalten. Fulda. Das machen wir doch. Tschüss, See. Das war die Ankündigung für 150. So, was meinst? Hebel nach unten? Machst du damit? Scheint da mitzumachen, ohne durchzudrehen. Und was haben wir denn da? Feldbahngleise. Ach, wie süß. Das ist ein nettes Detail, dass ich das noch mit dazu gemacht habe. Da fällt schon wieder der Prellbock. Nee, nee, nee. 140. Der ist auch wieder abgeschnitten. Das sieht auch falsch aus. So, wir haben einen Feldbahnbahnhof. Entsprechender Bahnsteig da hinten. Süß. Wo geht's denn da hin? Nirgendwo hin, okay. Aber auch da wieder Prellbock. Was ist das eigentlich mit dem Prellbock? Warum fehlt er so oft?
Aber ansonsten so die Landschaft in der Ferne, würde ich mal sagen, ist okay. Also für mich zumindest wirkt es soweit glaubwürdig. Die Straßen sind ein bisschen komisch aus, aber das ist halt irgendwie ja TSW-Style. Da zum Beispiel war jetzt gerade eine Kante drin. Das ist auch unschön. Ja, Baustelle, moin. Ich sollte nicht so genau hingucken. So im Zug ist die Welt in Ordnung. Ah, schaut euch diesmal an, wie wir uns da in die Kugel reinlegen. Nächste Kurve, da vorne. Zu leicht. Ja, man sieht es nicht wirklich. Vielleicht hier vom Drehgestell aus. Okay. Was sehe ich da? Was ist das? Das ist wie so ein unsichtbares Rad. Okay. Ich bin mir nur unsicher, ob die Neigetechnik wirklich sauber funktioniert gerade. Schauen wir uns das da vorne doch mal an. Ja, doch. Jetzt haben wir es sehr gut gesehen. Da schwimmt der Boden. Ich kann mir noch gut vorstellen, dass das für Leute teilweise ein bisschen komisches Gefühl sein könnte. So ein PC, wenn der Zug da diese Neigung macht. Aber in echt oder vor dem mal als Passagier kriegst du das ja mit der Neigetechnik ist so gut wie gar nicht mit, außer du stehst irgendwie im Gang und schaust nach hinten, das sieht dann echt immer geil aus. Aber so selbst merkst du es ja echt nicht. Ist schon ein cooles System. Ganz so leicht komisches Gefühl habe ich schon auch. Wenn er das hier tut. So. Da geht auch nochmal so ein Stich nach hinten weg. Wow. Das Drehgestell beobachten, wenn es hier wieder gerade wird.
Ja, okay. Einfällt, wie wir schon gerade bei der Neigetechnik sind, da der englische APT wäre eigentlich auch mein Ersatzmodell. Ist so mein Liebling ein bisschen in TS Classic mitunter. Das ist schon ewig altes Ding. 110. Kriegst du das mit? 140 hat er jetzt hier drin. Schön die AFB am Arbeiten. 120. Oder statt 110. Naja, 10 km/h Unterschied. Sieht's eigentlich. Die Blende kann ich gar nicht runterziehen hier. Schade. Eigentlich so gimmick, was in fast jeder Lok funktioniert. Schon wieder Prellbock. Ich glaub. Langsam mache ich mal einen Counter rein, wie viele Prellböcke nicht vorhanden sind während so einer Fahrt. Keine Ahnung, könnte das neue Special werden. Ja, kurz um hier. Ja, das war noch ein guter Bereich da hinten. Ich will gar nicht wissen, was man so alles sehen würde, wenn man hier die Strecke mal so richtig langsam abfahren würde. So hust eben. Quality-Check vielleicht mal machen sollte. Ja, 8-4, gut. Klar. Oh, was mir gerade auffällt. Oh. Interessant. Sag mal, fehlt hier nicht der Draht in der Mitte? LCB. Ich dachte, der müsste da immer vorhanden sein. Oh. Was haben wir hier? Interessant. Ehemaliges Gütergleis hier. Interesting. Hellbock. Ich schaue jetzt mal ganz kurz das allgemeine Layout hier an. Okay, dicker Tunnel hier. Ach, da könnte man tatsächlich was hinstellen hier. Da geht hier nochmal was weg. Dann haben wir 3 Gleise, wo es ins Nix endet. Dann einigermaßen... Kurvenfrei weit, also was ist kurvenfrei? Langgezogene Kurven da halt.
Geil. Freifahrt. Ne, Moment. Stimmt nicht. Zählt jetzt von 4 runter. Und auf der anderen Seite. Und die andere Strecke. Ach, da drin. Und Green Energy. Winsinn. Slapen hätte ich mir jetzt auch mal überlegt, aber irgendwie braucht es recht lang, bis sich das rentiert. Also zumindest so ein Balkonkraftwerk-Ding. So, lass mal kurz gucken, was wir hier so haben. Okay. Bahnhof sieht ja eigentlich ganz okay aus. Und der Bahnsteig ist ein bisschen komisch. Wird der überhaupt noch genutzt, der da? Ansonsten hier nichts mehr Spannendes. Ja, gehen wir wieder rein in die IC. 5600. Das werden wir noch sehen. Aber wenn ihr die Strecke kennt, Frankfurt-Fulda, wissen Sie jetzt hier vor allem den Abschnitt. Genau. Abschnitt Hanau-Fulda. Und ihr habt irgendwas Grobes gesehen und sagt, oh nee, das passt so ganz und gar nicht. Das ist was Grobes. Schreibt es aber rein in die Kommentare. Neben diesen ganzen kleinen Sachen, die ich so finde. War zum Beispiel das Blattwerk vom Signal. Einfach ein bisschen unschön. Aber das sieht so komisch aus. Es sieht nach ehemaligen Bahndamm aus hier. Mal sehen. Da geht's auch nach links weg. Wir sind jetzt auf der Karte hier. Okay. Ich hätte ja schon mal ein bisschen Bock, da in TSW zu Stellwerken. Aber jetzt hat er mit KIs, aber wird mich eigentlich schon mal reizen. Komm, das wäre so ein kleines Feature für TSW 6. Oder 7. Das ist, muss jetzt nicht super realistisch sein. Zwar AK 7, aber zumindest ein bisschen vereinfacht. Oh oh. Bitte crash jetzt nicht. Ne, Gott sei Dank. Mal konnte ich nicht Einstellungen speichern. Just in case.
9,5 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Die Fahrt ging ja eigentlich recht flott. Und da war da Linie da oben. Und das ist, ja, tatsächlich. Moment mal. Ist das nicht Teil von der anderen Strecke, die wir haben? Diese Würzburg-Strecke da? Oder bin ich da jetzt ganz falsch? Ich meinte schon, oder? Ja, müssen wir uns die Strecke nochmal angucken. Und dann gerade 200. Fulda, ich glaube, 200 kommen wir heute nicht mehr. Aber immerhin konstant LCB ohne Draht. Bremse mal runter hier bitte. Da haben wir jetzt wieder den Draht. War die ganze Zeit nicht. Moin. Okay, jetzt jagt er uns wieder voll nach oben. Beziehungsweise, hier stelle ich mal auf 140 ein. Ach, da hinten sind die 100. Ich hoffe, das sieht da dem Mieter nicht allzu schlimm aus, wenn ich so nach hinten schaue und er hat da diese Lari-Momente. OBS beschwert sich da jedes Mal. Ich bin überlastet. Also OBS jetzt. Alles leer hier. Sorry. Und dann sind wir jetzt gleich in Fulda. Sorry, falls ihr den Wecker jetzt gerade gehört habt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Fulda.
Das sieht doch gut aus. Oh, ein bisschen zu früh, aber das passt. Okay, dann nichts öffnen. Sehr gut. Dann können wir uns eigentlich mal den ICE schnell angucken. Ah, danke für Ihre Hilfe, dass Sie... Ach nee, shit. Der wird jetzt gleich automatisch beenden. Dann haben wir wenigstens mal die erste Klasse hier gesehen. Pseudo-Abteile. Okay, ich lade das nochmal ganz kurz neu. Beziehungsweise, ja doch, ich lade es mal ganz kurz neu. Und dann schauen wir uns auch mal den ICE von innen an. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder da am Anfang. Und jetzt schauen wir uns mal den ICE da mal von innen an. So, ganz in Ruhe. Die Leute haben ja alle Zeit. So, guten Tag. Also, bis da sind wir gekommen mit diesen Abteilen hier drin. Okay. Wir kommen ja nicht. Ich vermute mal, dass es ganz normal, dass es hier so aussieht. Okay. Ah, da haben wir das letzte hier noch mit einem Einzelsitz. Ich glaube, das wäre mein Favorit. So, Ablagen. PC, Holzoptik, noch mehr Ablagen hier. Nochmal First hier. Es ist schon zweite Klasse hier. Oh, sieht so aus. Mal sehen, Sie können gerne einsteigen. Interessant. Da kommt nochmal zweite Klasse. Bevor der Restaurantwagen hier kommt. Ich hätte jetzt gedacht, die erste Klasse geht da bis zum Restaurantwagen hin. Okay. Und irgendwas ist mit euch komisch. Aber passt. Bordbistro ist heute leider mal wieder geschlossen. Beziehungsweise Bordbistro ist nicht vorhanden. Ich finde es gerade spannend, dass ich da durch die Tür durchkomme. Komme ich auch wieder rein? Nee. Warum konnte ich da einfach durch die Tür durchklippen? Moment mal. Mal abkürzen. Das geht ja. Okay, nochmal da rein. Ja, sehr spannend. Okay, da fehlt einfach die Kollision. Mit der Tür kann ich aber auch nicht spielen. Achso, da ist die Theke. Schräg. Okay, aber trotzdem, heute geschlossen. Mit einem kleinen Bar-Ding hier. So, was ist das? Familienbereich. Moinsen. Oh, das sieht aber irgendwie nice aus. Gerade in einer größeren Gruppe wäre so eine Sitzkonfiguration gar nicht schlecht. Moinsen. Okay. So, mach auf da. Und die Standard-Vierer-Konfiguration hier. Sag mal, ändert sich eigentlich die Wagennummer? Jetzt haben wir hier 24. Storage-Bereich. Toilette. Ändert sich. Hier. Nächster Halt Fulda, momentan in Hanau. Der Display ist irgendwie extrem dunkel. Ich glaube, das soll so nicht sein. Moin. Hier genau das gleiche. Und hier ein bisschen freier. 26. Ja, doch. Kann man gelten lassen. Und hier haben wir nochmal zwei. Was, echt? In die Richtung ist zweite Klasse hier drin. Hätte ich noch mehr erste Klasse gemacht oder irgendwie Premium.
Aber lass mich raten, im ICE werden die Plätze sowieso immer belegt sein, weil die Leute rausgucken wollen. Also ich bin bis jetzt noch bei keinem ICE gefahren, also in der Kategorie, wo ich wirklich mal ganz vorne drin gesessen bin oder konnte. Ja, das wäre mal die kleine Spritze gewesen. Mach ich hier wieder rauf? Danke. Mit dem neuen ICE, mit dem kleinen Manöver da auf der Strecke, dazu eben schreibt es mir noch in die Kommentare rein, wie realistisch das wäre, dass man hier so ein ICE aufhält und dann die Leute drüber steigen lässt mit diesen Leitergedöns da unten. Weil ich frage mich, was machst du da mit gehbehinderten Leuten? Die kannst du nicht so einfach rüberbringen. Hm. Ich halte das für unpraktisch, beziehungsweise nur im Notfall interessant, so eine Aktion so zu machen. Aber es war trotzdem witzig. Bis dahin, liebe Leute, ich wünsche euch mal eine gute Fahrt. Ich packe den ICE mal weg und dann sehen wir uns im nächsten Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.